Stickoxid ist ein ätzendes Reizgas. Ein Reizgas hat natürlich in der Nähe des Menschen eigentlich überhaupt nichts verloren. Die Messstellen messen ein paar Meter über der Straße. Je weiter ich weggehe von der Straße, mit jedem Meter Abstand, habe ich etwas niedrige Konzentrationen. Radfahrer in Kinderanhängern, in Fahrradanhängern, im Kinderwagen sind exakt auf Auspuffhöhe und haben damit natürlich die höchsten Konzentrationen. Wie hoch die sind, weiß niemand, weil auf dieser Höhe nicht gemessen wird. Aber man kann natürlich davon ausgehen, dass besonders empfindliche, vulnerable Patienten wie Kinder da besonders empfänglich sind für solche Reizgase. Was kann man denn tun, wenn man der Gesundheit der Menschen und insbesondere der Kinder nicht noch länger Schaden zufügen möchte? In der Stadt den Verbrennungsmotor so schnell wie möglich verbannen oder die Verbrennungsmotoren, die wir haben in der Stadt, die wir wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren haben werden, so schnell wie möglich umrüsten, intelligente Verkehrskonzepte einführen, den öffentlichen Nahverkehr massiv unterstützen, die Fahrradfahrer in der Stadt auch wirklich fördern, sodass es, dass München nicht nur dem Namen nach, sondern tatsächlich vielleicht eine Hauptstadt des Radfahrers ist. Und letztlich die richtige Partei wählen, nur intelligente Verkehrskonzepte und Förderung des Nahverkehrs und das Thema Umweltschutz, glaube ich, ist nur bei der Grünen Partei wirklich tatsächlich absolut sichtbar und wird auch dort umgesetzt.